Zachary verbringt viel Zeit auf TikTok. Er posiert in seiner Armeeuniform, macht Videos über seine Autos und gibt mit ihnen an. Doch der erwünschte Erfolg bleibt aus. Bis eines Tages ein zufälliges Video ihm endlich die Aufmerksamkeit schenkt, nach der er sich schon so lange sehnt. Ein Nachbarschaftsstreit, der viral geht. Was für viele Menschen nur ein paar Sekunden Unterhaltung ist, während sie durch TikTok scrollen, wird für Zachary zur Sucht. Die Sucht nach Klicks, Ruhm und Aufmerksamkeit. Eine Sucht, die einem Menschen das Leben kostet. Ein viraler Nachbarschaftsstreit. Es ist das Jahr 2020 in der US-amerikanischen Kleinstadt Wineland im Süden von New Jersey. Die Heimatstadt des 18-jährigen Zachary Latham. Mit 17 Jahren zog er zu seinen Großeltern. In einigen seiner Online-Videos deutet er an, dass seine Mutter verstorben ist. Mit gerade einmal 18 ist Zachary bereits verheiratet mit seiner Frau Sarah und dient in der Nationalgarde von New Jersey. Zachary ist aktiv auf TikTok. 39.000 Menschen folgen ihm und sehen seine Videos, in denen er vor allem mit materiellen Dingen protzt. Mit schnellen Autos, seinem angeblichen Reichtum, seinem Job bei der Armee und den damit verbundenen Zugang zu Waffen. Vor allem seine teuren Autos sind Mittelpunkt von Zacharys TikTok-Auftritt. Er filmt sich oft, wie er vor dem Haus seiner Großeltern den Motor aufheulen lässt oder mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Nachbarschaft rast. Besonders eine Familie stört sich an den gefährlichen Rasereien, die Zachary für seinen TikTok-Kanal filmt. Die Familie Durham, die einige Häuser entfernt lebt. Bis zu Zacharys Einzug bei seinen Großeltern haben Catherine und William ein ruhiges Leben in ihrem Haus geführt, in dem sie ihre beiden Söhne aufgezogen haben. Doch seit der 18-Jährige mit seinen Autos in der Nachbarschaft protzt, ist ihre Vorstadt-Idylle beendet. Für Zachary wird die Thornhill Road, in der sie leben, zur Rennstrecke. Täglich fährt er laut und zu schnell am Haus der Durhams vorbei. Am 6. April 2020 konfrontiert die 49-jährige Catherine Durham den 18-Jährigen und bittet ihn, in der Nachbarschaft nicht mehr zu rasen. Anstatt sich der Kritik seiner Nachbarin zu stellen, filmt er die Auseinandersetzung mit Catherine, provoziert sie und beleidigt sie als Karen. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. A45MFA. Sir, there's an officer. All because my car is loud. 3 cop cars. Er lädt den Streit auf TikTok hoch. Innerhalb kürzester Zeit geht das Video viral und wird mehr als 3 Millionen Mal geklickt. Über Nacht wird Zachary auf der Plattform mit seinem Nachbarschaftsstreit berühmt und seine Nachbarin Catherine zum Meme. Um seine neu gewonnene Followerschaft weiterhin zu unterhalten, stachelt Zachary weitere Streits an. Er filmt sich, wie er in der Straße den Motor aufheulen lässt oder wie er am Haus der Familie Durham vorbeifährt und zu Catherine schreit: Karen, wir sind viral gegangen. Er bleibt aber nicht der Einzige, der in der Nachbarschaft für Unruhe sorgt. Einige finden heraus, in welcher Straße Zachary lebt und rasen extra laut durch die Nachbarschaft, um die Durhams zu provozieren. Später postet Zachary auf TikTok, dass er für die Ruhestörung verantwortlich gemacht wurde, obwohl er gar nicht zu Hause war. Über Wochen zieht sich mittlerweile der Streit und schon längst ist nicht nur Catherine involviert. Der 18-Jährige provoziert auch weitere Familienmitglieder, darunter den 51-jährigen William Durham Senior und die beiden Söhne im Alter von 17 und 22 Jahren. I'm calling the cops on you, that's good. Hi. Auch eine Auseinandersetzung mit dem ältesten Sohn William Jr. wird tausendfach auf TikTok geklickt. Unter das Video schreibt Zachary:
Karens Sohn hat herausgefunden, dass das Video viral ging und hat versucht, mich aus dem Auto zu zerren. Lass es viral gehen für Part 3. William Jr. sagt später etwas ganz anderes aus, was zum Streit zwischen ihm und Zachary geführt hat. Er hat die Adresse der Durhams gepostet. Die Eskalation. Es ist der 4. Mai 2020. Seit 2 Monaten wütet der erbitterte Nachbarschaftsstreit in der Thornhill Road zwischen der Durham-Familie und Zachary Latham. Mehrfach haben die Durhams in dieser Zeit bereits versucht, Hilfe bei der Polizei zu bekommen. Jedes Mal ohne Erfolg. Man sagt in die Polizei, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Anzeigen aufgenommen werden könnte, mal dass sie nichts gegen Cybermobbing tun können. Die Durhams werden mit ihren Sorgen allein gelassen. Nicht mal Zachary Latham wird überprüft, denn dann hätte die Polizei gesehen, dass der Soldat bereits mehrfach vor dem Jugendgericht stand, unter anderem wegen Körperverletzung und terroristischen Drohungen. Auch an diesem 4. Mai gibt es eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. Diesmal filmt Zachary allerdings nicht. Doch Catherine sagt später aus, dass sie den 18-Jährigen zur Rede gestellt hat, weil er fast ihren jüngeren Sohn auf dem Fahrrad angefahren hat. Zachary ist an diesem Tag handgreiflich ihr gegenüber geworden und hat ihr ins Gesicht geschlagen. Die Polizei verständigt sie allerdings nicht. Hilfe der Polizei konnte sie bis jetzt nie bekommen. Doch diese Entscheidung entpuppt sich als fataler Fehler. Stattdessen wollen Catherine, William und ihre beiden Söhne an diesem Abend Zachary persönlich mit dem Nachbarschaftsterror konfrontieren. Nur wenige Minuten später häufen sich die Notrufe aus Wineland. Sie alle stammen aus der Thornhill Road und melden ihr Schrecknis. Sie hören verzweifelte Schreie aus Zachary Lathams Garage und sehen, dass jemand mit Messern angegriffen wird. 911, where's Mercy? It's in Vineland on Thornhill Road. Thornhill Road? Okay, we're out. Thornhill Road. It's right down at the end. Thornhill and Fruit. There's kind of major domestic going on. Hold on. Is there someone there that was cut with a knife? I don't know what happened. Alright, hold on the line for me. Auch Zachary ruft die 911. Er wäre in seinem Haus von einer Gruppe Menschen attackiert worden, gegen die er sich wehren musste. You the one that got stabbed? No, that was the other victim, but I got beat up really bad and I bled all over me. All right. And you want an ambulance? I don't know. All right. The person, the people who did that to you, are they still there? They came with trucks, came on my property with guns, and then when I fought them off, they drove away. All right. How are you injured, sir? My windpipe was crushed in, and I got stomped out and shaved by like 10 people. And where are you bleeding from? I don't know. There's blood all over me. I'm leaving up in touch. There's blood all over your eyes. Okay. Als die Polizei am Haus von Zachary und Sarah ankommen, stehen die beiden mit 2 Freunden vor der Tür. Zachary ist blutüberströmt. Doch die Officer merken schnell, dass es nicht sein eigenes Blut sein kann, da der 18-Jährige selbst nicht verletzt ist. Das, was sich angeblich im Haus abgespielt hat und wovon er am Telefon berichtet hat, passt nicht zu dem, wie sie Zachary vorfinden. Down on the ground. Down on the ground. Get on the ground. Get on the ground. We got 3 people down on the ground now. Corner of Keep your hands where I can see them. Yes, sir. Yes, sir. I need an ambulance. What's your problem? I have a head injury. They came in our kitchen and attacked us. Put your gloves off, kitchen. I need an ambulance. Auch der Polizei vor Ort erzählt er, dass die Nachbarschaftsfamilie plötzlich vor seiner Tür gestanden habe. Sie seien bewaffnet gewesen und hätten ihn wie ein wilder Mob attackiert. Aus Angst vor den Durhams habe Zachary ebenfalls zu 2 Messern und einem Taser gegriffen, um sich verteidigen zu können. Vor dem Haus sei es zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen, die sich in die Garage verlagert habe, und er habe schließlich aus Notwehr zum Messer gegriffen. Zuerst habe er versucht, den 22-jährigen William Jr. anzugreifen,
doch er habe ihn nicht getroffen. Als William Senior dazwischen gehen wollte, hätte Zachary ihn erneut nur aus Notwehr mehrmals mit dem Messer attackiert. Das Ende eines wochenlangen Streits, der im Tod endet. William Durham Senior verstirbt im Krankenhaus an seinen Stichverletzungen. Fame um jeden Preis. Schon vor Ort zweifelt die Polizei an der Version von Zachary und seiner Frau Sarah. Auch die Leute aus der Nachbarschaft bestätigen der Polizei ihre Zweifel. Niemand hat gesehen, dass die Durhams bewaffnet waren, und sie können sich nicht vorstellen, warum die Familie, die nie auffällig war, zusammen mit ihren Söhnen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gehen sollte. Die Ermittlerinnen sehen Zacharys TikTok-Kanal, sehen, wie er die Durhams über Wochen provoziert hat und ihnen bereits mehrfach mit Gewalt gedroht hat. In einem Video, in dem er den 22-jährigen William Jr. beleidigt, schreit Zachary ihm zu: "Ich habe ein Messer." Doch das ist nicht alles. Eine Woche vor dem Tod von William Senior in seiner eigenen Garage hat Zachary ein Video auf TikTok hochgeladen, in dem er mit einem Messer spielt. Dazu schreibt er: "So geht man mit Nachbarn um." Doch all das sind keine Beweise gegen Zachary. Während dieser nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder entlassen wird, wird er nicht angeklagt. Schließlich habe er sich nur selbst verteidigt. Stattdessen wird gegen Catherine und ihre Söhne, die gerade ihren Mann und Vater verloren haben, ermittelt und Anzeige erhoben wegen Hausfriedensbruch und schwerer Körperverletzung. Erst wenige Wochen später kommt die Wahrheit ans Licht, denn ein neues TikTok-Video taucht auf. Diesmal von Zacharys Frau Sarah. Diese hat die gesamte Auseinandersetzung gefilmt. Auf dem Video ist zu sehen, wie die Familie Durham unbewaffnet zum Haus von Zacharys Großeltern kommt. Man hört, wie Sarah ihnen zuruft, dass sie lieber verschwinden sollten, denn es würde ihnen nicht gefallen, was sie dort drinnen erwartet. Und man sieht, wie Zachary die unbewaffnete Familie angreift. Zachary Latham wird wegen Totschlags, schwerer Körperverletzung und unbefugtem Waffenbesitzes angeklagt. Doch er ist bis zum Prozess auf freiem Fuß. Der vorsitzende Richter sieht in dem Video keine eindeutigen und überzeugenden Beweise gegen Zachary, weshalb er nicht in Untersuchungshaft muss. Er hat nur wenige Auflagen, die er erfüllen muss. Er darf nicht mehr in der Thornhill Road bei seinen Großeltern leben, darf keine Waffen mit sich führen und keine Drogen oder Alkohol konsumieren. Ein großer Fehler, wie die ermittelnde Staatsanwaltschaft in New Jersey vor Gericht betont, da sie davon ausgehen, dass von Zachary Latham eine Gefahr ausgeht. Und damit behalten sie recht. Anfang des Jahres 2021 wird Zachary erneut festgenommen. Er lebt mittlerweile in Florida, wo er einen anderen Autofahrer mit einer Soft-Air-Waffe in Form einer AK-47 bedroht hat. Während der Festnahme gibt er vor der Polizei sogar damit an, dass er als Mörder auf TikTok berühmt ist. Zachary Latham wird zurück nach New Jersey überführt, wo er seitdem in Untersuchungshaft auf den Prozess wartet. Bis heute ist kein Urteil gesprochen. Doch die Familie Durham und ihre Anwältin erhoffen sich, dass die Anklage noch einmal geändert wird. In Mord. In einem Brief an die Presse schreibt die Anwältin der Familie: "Diese Tragödie war völlig vermeidbar, wenn die Polizeibehörde von Wineland Maßnahmen gegen Latham ergriffen hätten, um ihn daran zu hindern, die Familie Durham und andere Nachbarn in den Monaten vor Williams Mord zu terrorisieren. Diese Tragödie wurde dadurch verschlimmert, dass die Familie Durham zunächst selbst als Kriminelle hingestellt wurde, obwohl sie die Opfer sind." Die Familie ist sich sicher, dass sie in einen Hinterhalt gelockt wurden. Hätten Zachary und seine Frau wirklich Angst vor den Durhams gehabt, hätten sie ins Haus gehen und die Polizei verständigen können. Doch stattdessen haben sie die Familie in die Garage gelockt, den tödlichen Angriff selbst gefilmt und online gestellt. Bis sich Zachary im Prozess zu einem möglichen Motiv äußert, können Catherine, ihre Söhne und ihre Anwälte nur mutmaßen, aber sie sind sich sicher, das Motiv längst zu kennen. Der Mord an William Senior war der traurige Höhepunkt von Zacharys Wunsch, auf TikTok berühmt zu werden.